Willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Folge von Tomb Raider. So, es ist ja immer noch dieselbe Aufnahmerunde wie die letzte Folge. Und, oh boy, oh boy, nach da ganz oben. Ach ja, wahrscheinlich klettern wir. Alter, wie schnell die klettert. Yo, wie schnell. Ich dachte, das geht jetzt so übelst langsam, aber nee, die macht das übelst schnell und ich habe das Verlangen, hier runter zu springen. Okay, los geht's. Oh Gott. Oh Gott. Dem rostigen Scheißteil vertraue ich nicht. Ja, moin, wie hoch das ist. Das muss doch arschkalt. Arschkalt an der Hand sein. Oh mein Gott, mit dem Regenbogen dazu. Oh, das sieht so schön aus. Genießt einfach mal kurz diesen Blick, Alter. Das wird das Thumbnail, glaube ich. Alter. Yo, wie hoch einfach. Oh ja, ich würde mich da auch dran klammern. Obwohl, nee, würde ich nicht, würde nicht mal hochkommen. Würde da nicht mal hochgehen. Ja, wahrscheinlich klettert die. Wahrscheinlich klettert die jetzt da hoch. Ich meine, wozu eine richtige Leiter? Ey, das ist doch... Ja, wahrscheinlich springst du, Mädel. Alter, Junge. Des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ich muss ja sagen, ich persönlich habe Höhenangst des Todes. Also nicht des Todes, aber eine bestimmte... Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie die Daten an und warten Sie auf Antwort. Sie haben das internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Das Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Alter. Jo, und jetzt wahrscheinlich darunter, Alter. Also, was ich sagen wollte, bis zu einer bestimmten Höhe kann ich, aber wenn es zu hoch wird, dann habe ich auch Höhenangst. Jo, wahrscheinlich.
Ja. So kommt man definitiv runter. Was ich gerade sagen wollte, ist das nicht ein bisschen Lebensmüde? Ich meine, man baut hier immer mehr Geschwindigkeit auf. Okay. Schätze mal, es geht hier weiter. Treibstofftanks. Ja. Oh nein, ich ahne. Und mir gefällt die Idee, weil ich ein verdammter Pyromane bin. Ich muss einen Weg finden, das Benzin. Am besten ist, du stellst dich hier komplett rein und zündest dich selbst. Dann ist sie tatsächlich heiß. Ha. Alter. Okay. GTA-mäßig, kann man das so machen? Offensichtlich nicht. Immerhin kriegen wir Munition zurück. Wahrscheinlich haben die schon geahnt, dass wir... Okay. Wahrscheinlich haben die das schon geahnt, dass man das versucht. So sollte es gehen. Okay. Oh Gott. Oh Gott, Lara, ganz schnell in Deckung. Da ist es. Yo, nein, warte. Yo. Der ist wirklich auch abgestürzt, oder? Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja, aber vorhin die Verrückten kriegen. Ja, nein. Oder? Oh doch. Es passiert genau das, was ich befürchtet habe. Wir müssen wieder unsere Assassin-Moves ausprobieren. Oh boy. Von der japanischen Stimme hat er gesagt, niemand geht. Oder so ähnlich. Was zum Teufel? Haut ab! Nein! Lara, bist du da? Oh fuck. Ab, das hat genauso geklappt, wie ich es wollte.
Vielleicht sollte ich in diesem Fall tatsächlich das hier nehmen. Hast du ihn bekommen? Jo. Ich höre hier was. Jetzt sind einfach die nächsten abgestürzt. Oh, Pfeile, jawohl. Ich glaube, bei dieser Art von Gegner hilft es nicht. Wenn man den Bogen hat, da muss man wirklich, glaube ich, MG einsetzen. Hopp. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da runterging. Okay. Alles klar. Hier geht es sehr weit runter. Das muss also die Macht sein von, wie hieß sie? Yamatai hieß das Land. Wie ist denn die jetzt, die Königin da? Fällt der Name nicht mehr ein. Naja. Wie es weitergeht. Ein Sturm aus dem sehen wir in der nächsten Folge. Dein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Haut rein! Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot.